Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, es geht weiter mit Let's Play FIFA 15 Karrieremodus mit dem Hamburger Sportverein. Vierte Saison, Finalstaffel. Und wenn ich heute ein bisschen brumme oder zwei, dreimal huste, ich versuche gerade eine Erkältung loszuwerden, die gerade im ersten Stadion ist. Stadion ist auch gut, lolli. Und verzeiht mir bitte, weil ich habe keine Lust, eine ganze Woche keine Videos auf meinem Kanal zu liefern. Deswegen versuche ich einfach trotz mit dieser Stimme, hallo, und mit dem ab und zu zwei, dreimal vielleicht schniepen oder so, euch damit zu nerven. Ja, was war das bitte für ein Spiel gegen Schalke? Ein 1:1, das war okay. Aber was war los mit meinem Präsidium? Let's Geilo, würde ich mal sagen. Hashtag mega. Hashtag geilstes Präsidium ever. Kaufen die mir einfach mal für 9 Millionen Ruiz aus Valencia in der Innenverteidigung. Das natürlich ein bisschen meine Pläne durcheinander schmeißt, aber ist jetzt nicht mehr so schlimm. Dann möchte ich gerne kurz nochmal was sagen zum zukünftigen Kanal hier. Zurzeit läuft auf meinem Kanal eine Umfrage, wie ich meinen Kanal optimiere. Und da ist die Frage, soll es so weitergehen ab FIFA 16, wie es die ganze Zeit hier läuft, dass hauptsächlich FIFA und Fußballthemen sind, auch bei Vlogs teilweise Fußballthemen. Und ab und zu, im Durchschnitt alle zwei Tage, ein anderes Spiel kommt, so wie aktuell gerade City Skylines oder ein bisschen The Forest, habe ich gerade ein bisschen Bock gehabt, anzufangen zu spielen. Ob das so bleiben soll, auch mit FIFA 16, oder ob ich einen zweiten Kanal aufmache, wo, ja, sagen wir mal, alle zwei Tage zwei Videos kommen oder so. Jetzt würde ich mal so grob sagen, bin ja kein Sarazar, wo jetzt erstmal mega viele Videos da bringen müsste, also auf dem zweiten Kanal. Und dass dieser Kanal hier, Brohawks, dann irgendwie einen Subnamen bekommt, zum Beispiel Brohawks, Strich Pro Sports oder Pro FIFA oder FIFA 16. So ungefähr, wie es der Badeschlappen ja macht, ne? Der hat ja auch mehrere Kanäle. Und dann nur noch Fußball und FIFA das Thema ist. Und sollte es so kommen, dass bei der Umfrage ihr meistens sagt, ja, mach einen zweiten Kanal, ist cooler irgendwie, ich gucke alle deine Videos, aber dann hat man doch schon ein bisschen besseren Überblick. Dann wird natürlich Sendezeit wieder frei auf Brohawks. Und es könnte dann passieren, dass es doch noch zwei, drei Überraschungen mit FIFA 16 geben könnte, obwohl da schon viel, 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 viel vorhabe, dass alles wahrscheinlich so. Es gibt ein Projekt, das vielleicht schon kurz vor dem 1. September bekannt gegeben wird, wo ich teilnehme, kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Und am Pro Day wird es dann einige Sachen noch bekannt gegeben, was dann mit FIFA 16 auf sich hat und was auf euch zukommen könnte. Macht da einfach mal mit bei der Umfrage. Mich würde es einfach mal interessieren, wie ihr das so seht. Es gibt ein paar, die sagen auch, sie finden es so gut. Verstehe ich auch. Und ich möchte einfach mal die Mehrheit raushören. Auch Video geht nur 3 Minuten. Wenn ihr aber noch ein bisschen mehr Zeit habt, guckt euch ein 5-Minuten-Video an über FIFA 16, über den neuen Karrieremodus auf meinem Kanal. Es wird so geil, egal was wir machen werden mit FIFA 16 im Karrieremodus. Es wird einen Spaß allein schon in der Vorbereitung machen, was da jetzt alles möglich ist mit den Trainingseinheiten, mit allem Möglichen. Es wird richtig bocken. Und viele haben in den letzten beiden Folgen geschrieben, oder einige, jetzt nicht viele, dass sie jetzt langsam diese Karriere hier mit HSV ein bisschen unreal finden, mit was für geile Spieler wir hier am Start haben und wie es denn mit FIFA 16 aussieht. Und da muss ich kurz sagen, wir sind jetzt in der vierten Saison und FIFA ist nun mal so aufgebaut, dass man natürlich Bock hat, einen Son, einen Wiltshire, einen Campbell zu holen. Es wurde nichts gescheatet, es wurde hart erkämpft mit Spielertausch, mit Geldanfragen. Wir waren kurz davor, auch einmal gefeuert zu werden, weil wir zu viel Geld verlangt haben und unser Ziel nicht erreicht haben. Also, man weiß nie, was kommt. Ich finde, es macht wirklich Spaß, jetzt auch noch Johannes Geis zu haben und Ruiz, weil nicht mal geplant ist jetzt da. Aber es sieht wohl danach aus, ich weiß noch nicht ganz genau, aber ungefähr so kann man schon mal spoilern und vorankündigen, dass so ungefähr am 3. September kommt das große, wichtige Video für euch raus, wo ich euch, glaube, 2 bis 4 verschiedene Ideen vorschlage, was wir in FIFA 16 mit der Hauptserie machen. Warum sage ich Hauptserie? Es gibt, wie gesagt, noch ein paar andere Serien, die nebenbei in FIFA 16 laufen sollen. Ein bisschen mehr wie nur HSV und SVH. Und natürlich läuft die SVH-Serie weiter mit FIFA 15.
Aber die Hauptserie ist immer die, die jetzt hier ist, also mit dem HSV. Und ich gehe stark von aus, dass ihr wieder für den HSV votet. Nur die Frage ist dann bei dem Video, was ihr votet. Es ist nicht so, wie ich es in den letzten Videos angekündigt habe, dass wir diese Speicherung übernehmen. Ich habe nur gesagt, es ist eine Möglichkeit in dem Video, dass ihr, also in dem Umfragevideo, dass ihr dafür voten könnt, zu sagen, so wie wir hier enden, machen wir FIFA 16 weiter. Ja? Das heißt nicht, dass wir das so machen, sondern ihr könnt das entscheiden. Da gibt es natürlich auch die Auswahl, einfach den HSV wiederzunehmen, aber komplett so mit dem Kader anzufangen, wie halt Labbadia und Beiersdorfer den in Real Life jetzt zusammengestellt haben. Und dann aber vielleicht auch, es wird auch das Angebot drin sein bei der Umfrage, dass wir einen anderen Verein aus der Bundesliga nehmen oder dass wir vielleicht was ganz anderes machen. Das wird dann euch überlassen. Fakt ist, ihr dürft das nicht falsch verstehen jetzt, weil ihr es bei den Kommentaren reingeschrieben habt. Es wird ein bisschen krass jetzt und das wird so bei FIFA 16 weiterführen. Nee. Das ist nur eine Votingsmöglichkeit für euch. Und wenn die meisten sagen, das ist mir zu unreal, das ist mir jetzt doch zu viel, wir sollten lieber eine neue Serie, also eine neue Geschichte schreiben in FIFA 16, dann fangen wir da von vorne an. So, das schon mal dazu, dass ihr da nicht denkt, jetzt holt er da noch den Johannes Geist, nur dass er bei FIFA 16 den auch noch hat. Fakt ist schon mal eins, das kann ich schon mal spoilern, in FIFA 16, egal wie wir da anfangen, der allererste Transfer wird geschlossen. Das habe ich schon vor den letzten Tagen so einfach beim Spazierengehen so entschieden. Warum soll man da schon Wechsel machen? Da ist ja eigentlich alles schon vorbereitet. Deswegen wird es so sein, dass der Transfersmarkt in der allerersten Sommerphase, wo wir anfangen mit der Serie, wird geschlossen sein, so dass man wirklich, egal wie wir anfangen, ob mit diesem Kader, den ihr jetzt hier seht, oder mit dem Original vom HSV oder mit einem anderen Verein, dass da nichts gemacht werden kann und auch die Konkurrenz nichts machen kann und dass man einfach mal die Kader, die Real Life zusammengestellt haben, auch ein bisschen erforschen kann. Das ist ja auch irgendwie spannend. So, dann gab es noch in den letzten Folgen ein paar Kommentare. Ich werde wahrscheinlich keine Spieler mehr verpflichten, aber möchte trotzdem eure Kommentare sehr gerne entgegenkommen. Und wir gucken mal. Ich glaube, den Spieler haben wir auch schon tausendmal gescoutet. Bakali müsste es sein. Ein RF. Ich meine, es passt ja jetzt ja gar nicht mehr in unser System rein. Und jetzt weiß ich nicht, was passiert ist. Entweder ist mein Spiel abgestürzt. Nee. Controller wird gerade nicht mehr angenommen. Ist gerade ein Bug am Start. Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Ich versuch's mal mit der Tastatur. Jo, muss ich mal kurz gucken, was hier los ist. Ich hatte das schon mal mit FIFA gehabt. Ich musste jetzt nochmal raus aus FIFA und musste das jetzt schneiden. Also, lieber, ich glaube, Nico Sturm hat es geschrieben, Bakali ist für mich gestorben. Immer wenn ich auf Kaufen gehe, dann stürzt das Spiel ab. Zumindest es stürzt gar nicht mal ab, sondern es hängt sich einfach auf. So, jetzt gucken wir mal, ob es bei den anderen auch dasselbe Problem ist. Dann haben wir mal ein neues gefunden, einen neuen Bug. Und Baholi, der wurde schon tausendmal von euch geschrieben, was machen soll. Und ehrlich gesagt, traue ich mich jetzt gar nicht, ihn anzufragen. Na, bei ihm geht's. Okay. Nicht schlecht für seine Position. Die Frage ist halt, ob wir ihn jetzt wirklich noch brauchen. Wir können ihn auf jeden Fall mal anfragen und mal... eine Laie wollte ich jetzt gar nicht machen. So mal anfragen, was sie da wollen. Auch wenn wir eigentlich schon fertig sind für die Rückrunde. Dann Fabian Blom hat gesagt... Oh Gott, bist du sicher? Old Chick... Hoffentlich gibt es hier auch keine Probleme. Ja, der hat eine Position, mit der ich fast gar nichts anfangen kann. Und nur die. Dann Justin Kapp sagt noch Ratzakowski und Okore. Ja, ich glaube Ratzakowski, nichts gegen, ich glaube St. Pauli ist das. Der wird nicht zu uns passen, bei aller Liebe. Und Innenverteidiger haben wir jetzt ja auch absolut genug. Da brauchen wir auch nichts mehr machen. Okay. Das war's dafür. Von dem letzten Video, das ihr jetzt euch wahrscheinlich heute anguckt, gegen Schalke, konnte ich keine Kommentare mehr entgegennehmen. 12 Millionen ist der Wert. Also er scheint schon nicht schlecht zu sein. RM, LM, ST und UL, eigentlich genau die Position, die wir gebrauchen könnten. Und wir haben ja immer noch
glaube ich, zumindest Beister, die wir eventuell loswerden möchten. Also, naja, möchten ist eine bestimmte Sache. Aber wir können ja mal gucken, ob uns vielleicht, weil der Tausch würde eigentlich ziemlich geil sein. Und dann schauen wir mal, ob in den letzten Minuten noch was geht. Gucken wir mal. So, Nationaloffert. Ja, Schottland würde ich gerne trainieren. Machen wir aber erst, wie gesagt, erst wieder in FIFA 16. Dann, sie möchten den Spieler haben, aber 6 Millionen noch drauf. Ja, das kann ich ja vergessen. Und Aubameyang, Leute, ist wieder früher zurück, als ich dachte. Ja, scheiße, würde ich da mal sagen. Habe ich gar nicht so geplant. Und ich wollte jetzt noch gucken. Ich habe keine 6 Millionen. Das ist lächerlich. Nimmt Beister und die 2 Millionen und seid glücklich, ihr Saftsäcke. So. Das war jetzt mal knallhart hier, die Aussage. Mehr geht aber echt nicht. Schauen wir mal, was geht denn hier noch? Oh, sie akzeptieren. Nice. Oh, dann machen wir das doch, oder? Ihr werdet wahrscheinlich sagen, ach, unreal, unser Beste. Aber kommt, Leute, für die letzte Rückrunde dieser Saison, da macht es auch Spaß, noch andere Spieler kennenzulernen, oder? Mal ehrlich jetzt, das bockt doch bestimmt. Und außerdem würde es gut noch reinpassen in unser System. Mit Beister konnten wir eh nicht so viel anfangen, mehr leider. Und er hat eigentlich genau dieselben Positionen wie Beister. Also machen wir vielleicht eher einen Gewinn als einen Verlust bei der ganzen Geschichte. Und er akzeptiert und ich nehme dich gerne mit. Vielen Dank, Tschiskowski Beister. Zweite Saison war die geilste von dir bei uns. Wer das nochmal sehen will, kann das gerne machen. Es gibt nämlich einen Saisonrückblick oder eben die ganze Playlist durchschnuppern. So, und ich glaube, dann ist Nico Sturm auch nochmal eine Runde glücklich. Und, ja, Ruhe war natürlich nicht geplant. Zum Thema Tar. Tar könnte man jetzt eigentlich mal... Haben wir eigentlich Heinz jetzt noch verkauft? Heinz haben wir nicht verkauft. Natürlich blöd, wir könnten auch noch Tar verkaufen, aber, muss jetzt nicht unbedingt sein. Weil Tar immer stark war. Aber Heinz könnte ich so gerne, würde ich sehr, sehr gerne mit Vergnügen noch verkaufen. Der war nicht schlecht, aber dann kam leider die Saison so, dass es einfach nicht möglich war, ihn zu fördern. Also wenn das jetzt nicht die letzte Saison 4-15 wäre, würde ich jetzt nicht so locker mit Wechseln und alles umgehen. Dann würde ich es besser alles planen. Dann würde ich auch mehr Jugendarbeit machen. Aber da das die letzte Saison ist und die letzte Rückrunde, ehrlich gesagt, mache ich das nicht mehr so. Bei FIFA 16 wird das wieder richtig krass, sage ich euch jetzt schon, mit Jugendarbeit. Besonders jetzt mit dem neuen Trainingssystem ist es noch spannender, eigene Konzepte zu entwickeln und auch Jugendspieler zu fördern, weil es jetzt endlich möglich ist durch das Training, was es im FIFA 16 Karrieremodus gibt. Deswegen wird das da richtig intensiv sein, dass wir da richtig intensiv mit dem HSV oder was ihr entscheiden werdet, arbeiten. Aber jetzt hier die Rückrunde, da wollen wir einfach nur noch eine erfolgreiche Rückrunde spielen mit interessanten Fußballern. So, wir genießen das einfach mal noch. Und ungefähr am 30. August wird das Finale über dieser Serie laufen. Entweder sind wir... Victor Rodriguez wird ein Angebot kriegen. Aha, okay. Von Malaga. Entweder werden wir am 30. August ins Europa League Finale kommen, wenn wir es soweit schaffen. Oder es wird eine Knallerfolge geben, eine Abschlussfolge, eine richtig coole gegen Borussia Dortmund. Das kann man schon mal sagen, aber 30. August ist fix. Danach kommen natürlich weitere Folgen noch, nämlich, einen zweiten Torwart können wir leider nicht hergeben. Aber Barcelona will einiges herblechen. Nicht schlecht, aber wir haben dann keinen zweiten Keeper mehr, deswegen keine Angebote annehmen. Was ich noch sagen wollte, Fakt ist natürlich, nach dem 30. August kommt noch die Überblicksfolge. Da gucken wir uns natürlich wieder alles an, Tabellen und so weiter. Und dann kommt natürlich noch der Rückblick der vierten Saison, der große Rückblick. Und dann ja, wird es ein bisschen ruhiger auf meinem Kanal, weil dann kommen nur noch ein paar City Skylines-Folgen und dann kommen noch SVH-Folgen von der zweiten Saison, weil die am 29. August ja endet, die erste Saison. Und jetzt haben wir ein Angebot noch von Ostrzelek. Ich würde sagen, das können wir annehmen, dass er auch noch ein bisschen Spielpraxis kriegt und hilft den Hoffenheimern. Und wie gesagt, dann geht's ja auch schon... Ach, jetzt habe ich vergessen zu gucken, was für Wechsel es gibt. Verdammt nochmal, jetzt habe ich nicht geguckt.
Jetzt sind wir nicht mehr. Jetzt habe ich aus dem Play gedrückt. Ach, ist nicht so wichtig. Ich wollte eigentlich mit euch die Vereine durchgehen, was es für Wechsel gab. Ist mir noch, ist zum ersten Mal nach 4 Jahren FIFA-Saisons passiert. Ärgerlich. Kommt von vielem Labern. 49 Millionen, fast 50 Millionen wurden ausgegeben in der Winterpause. Und wir müssen uns auf das nächste Spiel konzentrieren. Das ist nämlich gegen Hannover 96. Dann haben wir das Hinspiel 5-1 gewonnen und wollen die Bude wieder mal so rocken. Das wäre schön. Harry Kane ist auch wieder zurück. Jetzt kann es ja wieder interessant werden, was dem Sturm angeht. Ah ja, 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 ja. Ich dachte eigentlich, dass Aubameyang viel länger weg ist. Verstehe ich gar nicht, warum der schon wieder zurück ist. Obwohl Februar, okay, ich dachte eigentlich, der wäre erst wieder im April zurück. Schauen wir mal auf die Tabelle. HSV, mit einem Sieg könnten sie wieder richtig dabei sein. Oben mitkämpfen, nur noch ein Wörtchen mitdrehen. Stuttgart bleibt Tabellenführer oder ist Tabellenführer. Leverkusen 2., Dortmund 3., Bayern 4., Schalke 5., Hoffenheim, die wir jetzt mit Oschalek sogar noch ein bisschen helfen, 6. Und wir spielen ja Hannover und Hannover spielt noch im Abstieg. Ja, es sieht nur 12., denkt man noch, 12. ist gut. Aber man sieht es ja mit den Punkten, die sind noch voll im Abstiegskampf drin. Und da wollen wir sie jetzt auch reinschicken, würde ich sagen, oder? Würde ich auch sagen. Deswegen machen wir das doch einfach mal mit unserem Glückstrikot. Knut Kircher wird pfeifen auswärts. Ihr wisst ja, was das heißt. Nichts Gutes. So, Johannes Geis ist schlecht drauf. Das finde ich ein bisschen schade. Emre Can links. Und jetzt könnte es interessant werden mit dem geilsten Kader aller Zeiten, glaube ich. Junosovic ist leider noch verletzt. Da müssen wir Ayan reintun ins DM. Und ich weiß nicht, jetzt habe ich wieder mir einen Spieler geholt, den ich nicht aussprechen kann. Klasse, Baloli. Das kann ja wieder schöne Kommentare kommen dann mal wieder. Yay! Freuen wir uns alle drauf. Was wir auch machen können, nee, wir spielen jetzt mal so, ich möchte da mal noch lieber einen auf Safe machen. Aber ich möchte Aubameyang bringen und Hauptberg machen wir Joachim nicht mit. Und ich hatte ja überlegt, Ayan da zu spielen, aber das geht jetzt nicht. Kane ist auch wieder da. Jetzt habe ich doch ein Problemchen noch zum Thema, weil wir Monier ausgeliehen haben, weil ich dachte, Aubameyang ist länger verletzt. Dass ein, zwei Top-Spieler werden hier kaum Einsätze kriegen. Ja gut, ich wollte es für die Rückrunde nochmal cool und richtig einzigartig machen mit einem mega fetten Kader, Bayern-mäßig und einfach noch deutscher Meister mit euch werden. Und ich habe auch echt kein Problem damit, wenn ihr bei der Umfrage-Video mit voraussichtlich 3. September, wenn ihr dann sagt, wir fangen im FIFA 16 von vorne an, habe ich kein Problem damit, würde mich auch reizen, ist dann auch ein bisschen spannender vielleicht. Dachte nur, wenn wir so übernehmen, dann bleibt das ein bisschen geschichtlich, ja, intensiver, wir können mehr erreichen. Aber das ist euch überlassen, jetzt geht's rein ins Spiel. Hannover 96 hat im Hinspiel 5-1 verloren gegen Hamburger Sportverein und in der HDI Arena. Empfangen sie jetzt den Hamburger Sportverein mit noch einer neuen Verpflichtung. Lange, lange habe ich immer auf die Community gehört und gesagt, Beißer bleibt. Ich denke für die Rückrunde, für die allerletzte Rückrunde jetzt, in FIFA 15 ist das völlig in Ordnung, dass wir doch noch einen richtig anderen guten Spieler dazu gewonnen haben. Wir sind jetzt so ein breiter Kader, also wir können ja jeden jetzt einsetzen, sollten eigentlich erfolgreichen Fußball spielen und das erwarte ich natürlich heute auch. Aber es fängt erstmal Hannover an mit Schmiede, Bach und Panda. Da ist der neue Mann, Ruiz, den ich eigentlich nicht eingeplant hatte, aber okay. Kampel kriegt jetzt Konkurrenz auf der UN-Position, weil auch Aubameyang zurück ist. Shanelulu will ja auch irgendwo wieder spielen. Und jetzt haben wir noch Bululi. Das kann auch interessant werden mit dem Namen. Da ist jetzt Kampel. Und Rankovic macht ins Aus. Wilshere. Emre Can. Nie gedacht, dass der Rodriguez da wegdrängt. Aber bisher ist es so. Da ist er. Emre Can mit einer super guten Flanke. Son konnte ich nicht auswählen. Schade, uns hätte ich geköpft. Ernst. Ja, sehr, sehr intensives Pressing hier schon vom Sportverein aus Hamburg. Ernst. Krotke, das ist nicht unser Lieblingsmann. Der hat schon ein paar Türchen gegen uns gemacht. Son. Rüdiger. Rode. Da ist Ayan heute im DM. Rode. Supodic.
Ah, so war das nicht geplant. War Jan ja viel freier. Wollte aber nicht. Schmiedebar. Ernst. Ja, bisher ist HSV ein bisschen trocken in diesem Spiel. Wheelchair. Macht das schön. Kampe. Boah. Bisschen unnötiger Trick, aber schön. Rode. Ah ja, geht heute sehr offensiv ran als Sechser, finde ich. Weiß nicht, ob ich das so gut finde. Krotke. Und Wheelchair hilft da aus. Emre Can. Krotke ein bisschen leicht angeschlagen nach dieser Technik von Wheelchair, der jetzt am Ball ist. Und den Ball schnell machen will zu Hakan Çalhanoğlu. Der spielt nicht zu Wheelchair, lieber in die Mitte. Was vielleicht gar nicht so blöd war. Das ist nämlich Rode. Pustekuchen. Ernst. Schmiedemann. Ah. Da kommt jetzt Hoffenheim gleich schon. Hannover ein bisschen leicht durch. Kommt mit dem Schuss ran an Horn. Subotic. Emre Can gerade noch mit der Spitze dran. Wheelchair lässt da Kampel starten. Kampel. Kampel zum einen, zum anderen, zum anderen, zum nächsten. Kampel immer noch. Kampel! Und das Ding ist drin. Sensationell. Kampel von RB Salzburg zu Dortmund gewechselt. Und von Dortmund zu uns gekommen. Sensationell. Geht doch einfach mal durch. Schießt drauf und HSV führt 1:0 oder in der Sicht von Hannover 0:1. Zweites Tor für Kampel. Und Kampel ist so stark zurzeit OM. Da wird es doch sehr interessant, was wir da als Zukunft mit Çalhanoğlu und Bolulli machen. Mann, das kann auch was werden mit dem Namen. Aber zum Glück können die ja mehrere Positionen, dass wir da ein bisschen experimentieren können. Auf jeden Fall sind wir so ein breiter Kader, dass ich schon noch ein bisschen erwarte, jetzt in der Rückrunde noch oben im Wörtchen mitzureden. Auch in der Euroleague vielleicht schon noch ganz schön weit kommt. Also wir sind ja schon eigentlich Champions League-Final reif mit diesem Kader. Jetzt muss es nur alles gut klappen. Emre Can. Emre Can auf Wheelchair. Und das ist Ayan. Der sollte eigentlich zu Rode spielen. Der war viel schöner, zentraler, frei. Wollte nicht, Son war gedeckt und deswegen jetzt die Möglichkeit für Hannover. Aber Rode ist wieder da und klärt das Ding. Son. Schöner Flügelwechsel auf Wheelchair. Wheelchair. Hakan Çalhanoğlu sieht, dass da Kampel gestartet ist und er macht vielleicht seinen nächsten Treffer. Macht er! Sensationell! 30. Minute 0:2. Wunderschön, ganz knapp. Wäre fast noch gehalten gewesen, der Lüpfer, den ich angeklickt habe. Ja, durchtunnelt die Arme und dann ist der Ball drin. Kampel, zweiter Treffer heute und sein vierter für den HSV. Das läuft ja gut. Spielerisch finde ich jetzt nicht so stark, ehrlich gesagt. Aber das Ergebnis zählt am Ende. Son. Schöner Einsatz. Kampel lasst Son wieder gleich weiterlaufen. Son. Immer noch Son. Er will schießen. Wird nicht gepfiffen. Auch wenn das immer so ein bisschen diskussionsfähige Situation ist, wenn man schießen dabei so extrem weggedrückt wird. Aber ist okay. Krotke. Ruiz, da ist er. Mann, der ist vom Präsidium gekauft wurde. Rode. Kampel, der stärkste heute. Kampel. Wieder kommt er da irgendwie durch. Und Hakan Çalhanoğlu kommt da auch irgendwie durch. Und es kommt nicht zum 0:3. Ich dachte schon, es kommt 0:3. Und wir rocken das wie im Hinspiel, wo wir 5:1 gewonnen haben. Mensch, Hakan, das hättest du besser machen können. Gell? Sakai. Hat ein bisschen Risiko eingegangen, aber war gut. Panda. Rankovic. Rüdiger.
Liga. Und Rude ist dran. Und Ruiz, da ist er. Der Mann aus Valencia. Wheelchair. Stoppt den Ball. Übersicht sieht, dass Son frei ist. Und Son, der kann nochmal schießen. Schade, da war noch ein Ball dazwischen. Aber nochmal Akan Çalhanoğlu. Und Rode war das, glaube ich. Der den Ball nicht mehr zum Schuss bekommen hat. Einwurf Emre Can. Wheelchair. Son auf Rüdiger. Jetzt wird auch mal schön gespielt vom HSV. Das gefällt mir. Son. Rüdiger. Und er wollte nochmal rüberspielen zu Hakan Çalhanoğlu. Aber das wird nichts. Kontermöglichkeit für Hannover kurz vor der Pause. Rode ist mal wieder dazwischen. Einwurf. Schmiedemann. Rottke. Ah, bleibt ein Ball sogar noch. Schmiedebach auch. Aber dann ist Emre Can da. Schön gespielt auf Rode. Und der sieht, dass da Çalhanoğlu gestartet ist. Nicht präzise genug. Ernst. Denk immer an Fabian Ernst, wenn ich das höre. Vielleicht gar nicht mehr meine Generation, die hier zuschauen, die den kennen. Witcher. Kampe. Auf Ayan. Ich wollte noch schießen, weil das kann der richtig gut, der Ayan. Und es steht 2:0 für HSV. Gegen Hannover 96. Rückspiel. Finalstaffel in der Rückrunde. Ja, und das sieht gut aus. Mal gucken, wie die Halbzeitergebnisse aussehen. Gladbach, Leverkusen 0-0. Sehr schön für uns. Schalke gegen Augsburg 0-0. Auch schön für uns. Hertha in Dortmund spielen noch. Freiburg, Stuttgart 0-1. Ah, die Stuttgarter. Extrem Respekt, was die hier rocken in dieser Saison. Hoffenheim gegen Köln 1-0. Nicht gut für uns. Ja, wir spielen jetzt mal so weiter. Denke ich mal zumindest. Und dann schauen wir mal, dass wir hier demnächst vielleicht noch den einen oder anderen spielen. Das Munir fand ich richtig gut in den letzten Spielen. Baloli sollten wir mal noch einwechseln. Dann gucken wir mal, ob Aubameyang auch ein bisschen Spielpraxis kriegt. Und dann wird es schon jetzt doch schon ein bisschen komplizierter, welche Spieler wir einsetzen sollten. Für alle, die das ein bisschen sehr unreal finden, ab FIFA 16 wird es auf jeden Fall, egal wie ihr euch entscheidet, anders werden, denn EA hat daran gearbeitet, dass nicht jeder Star zu jedem Verein gehen möchte. Das wird jetzt, die werden jetzt pingeliger. Da könnt ihr euch drauf freuen. Jetzt Ayan versucht mal zu schießen. Das heißt, egal wie wir da reingehen, es wird nicht mehr so einfach sein, den Kader noch unreal breiter zu machen. Ayan. Rode verliert den Ball. Und für mich ist es auch ganz spannend, eure Kommentare zu lesen, muss ich schon sagen. Also, dass ihr jetzt so unreal haltet und so. Ich bin ja neu als YouTuber. FIFA 15 mit dem HSV ist meine allererste Serie, die ich überhaupt mache als YouTuber. Und da ist es auch gut, die Erfahrung zu sammeln, dass ihr es gar nicht so wollt, die topgeilen Spieler zu sehen, sondern lieber es lieber um Abstieg spielen wollt mit dem HSV. Also in dem Sinne, es real haben wollen, noch realer. Und das werde ich auch eventuell bei FIFA 16 ein bisschen mehr berücksichtigen. Schreibt es einfach immer schön rein. Dann können wir mal sehen, wie wir das dann angehen mit FIFA 16. So, Rüdiger. Schön jetzt gespielt. Kampel. Nochmal. Kampel. Richtig gut. Macht er sein Hattrick, der Kampel. OZ. Was ist das denn für ein Keeper? Oder Osted? Kann den Ball auf jeden Fall halten. Nach 55 Minuten. Bripp. Kommt für Pittler und konnte man ja sehen, Hofmann, glaube ich. Kommt für irgendeinen. Und erstmal die Ecke. Eine gute Ecke und die Möglichkeit für Emre Can. Entschuldigt. Kampel. Da bleibt mal wieder ein Ball. Typisch für Kampel. War so eine Enttäuschung bei der Verpflichtung und jetzt ist das so gigantisch. Schön, dass wir ihn weiterentwickeln lassen konnten. Und jetzt die Flanke und da ist Kampel schon wieder fast am Köpfen gewesen. Rottke. Jetzt gut gespielt von Hannover. Aber Ayan passt auf. Und Ayan sieht, dass Rode gestartet ist. Rode, das ist ein bisschen müde schon. Rode, ha,
Das war nicht so gut. Wir werden auch, wenn der Ball raus ist, die ersten beiden Wechsel machen. Schmiedebach. Schön von Ruiz. Der versucht jetzt mal ein bisschen nach vorne zu spielen. Und jetzt herrlicher Ball. Nein, doch nicht ganz so herrlich. Oh, fuck an. Schadamü. So, Ball ist Maus. Jetzt gucken wir mal. Und zwar Rot ist sehr müde, deswegen kommt jetzt. Nee, Ayan ist sehr müde. Wiltshire nach hinten. Shanalulu kommt auf die linke Seite und oben kommt jetzt Aubameyang mal wieder rein. Und dann lassen wir später mal noch gucken, dass wir. Oder mal ins. Gucken, kann Kampel. Was kann Kampel noch? Der kann auch RM, ne? Ups. Spielen wir erstmal so weiter und machen später die letzten beiden Wechsel. Ich weiß auch schon welche, wenn es so bleibt. HSV empfängt im nächsten Spiel Hertha BSC Berlin, das ich heute auch noch aufnehmen muss. Und dann bin ich schon sehr gespannt, wenn wir das Spiel hier wirklich gewinnen. Vielleicht auch ein Türchen mehr, das wäre ganz schön. Dass wir auch gegen Hertha punkten und oben richtig rankommen können, das wäre herrlich. Einwurf Emre Can. Schön freigesehen auf Wiltshire. Wiltshire. Ah, zu lang. War nicht so schön. Jetzt die Kontermöglichkeit für Hannover. Oh, Brandt bleibt da dran. Und jetzt könnte der Anschlusstreffer kommen. Mit Ernst. Rüdiger passt auf der ganz anderen Seite mal. Çananoğlu. Ja, der ist schnell. Der kann jetzt mal gucken, was er macht. Muss aber stoppen. Aubameyang. Da ist er mal wieder nach seiner Verletzung. Ah, dann wird er gleich wieder verletzt, oder wie? Marcello hat da aufgepasst. Oh, daneben gekriegt auszusehen mit Wiltshire. Schade. Aber jetzt muss man aufpassen. Subotic geht lieber wieder zurück. Hannover gibt jetzt ein bisschen mehr Gas. Will den Anschlusstreffer. Und könnte ihn vielleicht auch jetzt kriegen. Die Flanke und da ist es. Anschluss, Treffer. Wir machen jetzt die nächsten beiden. Nein, lass uns erstmal das angucken. Und dann machen wir die nächsten beiden Wechsel. Rankovic. Das roch schon so ein bisschen nach KI zu 1 Türchen. Und es war nicht gut verteidigt. Und auch am Mann stande man zwei Männer nicht richtig. Da kommt er zum Köpfen. Der Rankowski und Horn. Nee, Horn ist schon mal, den man noch halten kann. Muss man schon sagen. So, jetzt machen wir beide Wechsel. Und zwar. So, wer ist jetzt müder? Könnt ihr das erkennen? Ich glaube, sind fast beide gleich. Kampel nehme ich raus, Baloli kommt rein und Johannes Geis für Rode. Wechsel finden statt und ich bin gespannt, wie unser neuer Mann, da ist er schon am Ball, wie er sich hier präsentiert. Johannes Geis auch gerade eingewechselt und ist am Ball und spielt hier schon auf. Aubameyang, der ist wieder da und macht bisher nur Fehler. Johannes Geis macht auch hier den ersten Fehler. Rankovic, der hat das 2-1 gemacht. Jetzt müssen wir aufpassen, jetzt gehen wir mal. Auch wir, nee, hoher Druck wollte ich gar nicht machen. Ich wollte Pressing machen. Bisher ist es ein schwereres Spiel als das Hinspiel, wo wir 5-1 gewonnen haben. Einwurf. Hoffmann. Sané. Schmiedebach auf Grip. Ah. Da kommt er durch. Wieder Brip. Hoffmann. Oh, wenn jetzt das 2-2 kommt, dann ist aber was los hier. Auf geht's, verteidigen. Hofmann wieder, oder Hoffmann eigentlich. Ah, super gemacht von Subotic. Jetzt Konter eingeleitet. Nein, der Ball dachte ich fliegt zu Aubameyang, tut aber gar nicht. So, wir gehen jetzt mal auf Konter und eine Runde auf Defensiver, weil Hannover jetzt ein bisschen Gas geben will, noch 2-2 zu machen. Die Möglichkeit wäre jetzt dazu flanken. Und da ist die Möglichkeit, Horn. So, jetzt mal ein bisschen schnell. Jetzt Konter. Aubameyang. Und Hakan Çalhanoğlu. Spielt das gut rüber. Auf Son. Oh, Son, Mensch. Aber er bleibt wenigstens am Ball.
Emre Can auf Hakan Şanalıoğlu. Wieder Emre Can und jetzt kommt die Flanke rein. Die ist gar nicht so schlecht. Johannes Geis mit dem, glaube ich, schwächeren Fuß von ihm. Marcelo. Zulwan. Ernst. Wieder geht's über die rechte Seite. Also nichts gegen Emre Can, aber es geht viel über die Seite von ihm. Auch durch, nämlich jetzt zum Beispiel. Und jetzt müssen wir aufpassen. Ernst. Schmiedebach. Keine Lücke machen. Da kommt die Lücke und der Schuss geht weiter. Wieder von Rankovic. Horn mit einem kurzen. So, der neue Mann, Bonulli. So, ihr könnt gerne mal kommentieren, wie man den ausspricht, dass wir das mal ein bisschen verbessern können. Den sehe ich heute noch gar nicht, aber das war mit Kampel ja Anfang an auch so. Da ist er jetzt mal. Der ist trippelstark. Also, der hat schon was. War, glaube ich, abseits von Aubameyang. Oder auch nicht. Dann spielt aber Aubameyang nochmal ab. Oh, ich dachte, wir abseits, deswegen habe ich abgespielt. Blöde Idee. Und deswegen konnte er nochmal für Hannover in den letzten Minuten. Da kommt er durch. Ich weiß nicht, ob das Jakonana. Subotic. Da ist er. Rahul auf. Aubameyang schießt da den Ball in seinen Hakeneinwurf. Hannover 96. Sakai. Zulmann. Ernst. Und da ist der neue Mann. Er macht das gut, finde ich. Er macht das schon sehr gut. Und dann ist Abpfiff. Nicht so ganz schön gewonnen wie im Hinspiel 5-1, aber ein 2-1-Sieg reicht uns auch. Hauptsache, komm, nicht wahr, Leute? Schauen wir auf die Ergebnisse. 1-1, Gladbach Leverkusen, sehr schön. Stuttgart leider gewonnen. Wir schauen auf die Tabelle und wir sehen, Stuttgart bleibt Tabellenführer mit 53 Punkten, Leverkusen 48 Punkte. Zweiter Dortmund 43 Punkte, Schalke 43 Punkte, Hoffenheim 43 Punkte, HSV 41 Punkte. Und es gibt eine Sensation, liebe Leute, auch wenn Bayern noch spielen sollte. Wenn Bayern das Spiel verkacken sollte, entweder gegen Wolfsburg, Nürnberg, Düsseldorf, Bremen oder Mainz. Das gucken wir uns jetzt mal noch an. Schade, sie haben gewonnen. Aber das war mal ein schöner Anblick, oder? Vor den Bayern zu stehen und Bayern ist hoppala. Nicht mal auf einem... Ja, ist auch gut zu wissen mal. Achtelfinale. Manchester United gegen Leverkusen. Juve gegen Gladbach. Barcelona gegen Olympique Marseille. Bayern gegen St. Petersburg. Dann BVB gegen Valencia. Atletico Madrid gegen Benfica Lissabon. Chelsea gegen Madrid. Und AC Milan gegen Manchester City. Aber es ist schon nicht schlecht. 1, 2, 3, 4 Deutsche noch im Achtelfinale zu haben, finde ich. Und da sehen wir auch den deutschen Pokal. Der war auch total vergessen. Das können wir uns gleich noch angucken. Lass uns erstmal bei der Tabelle bleiben. Hamburg hat gewonnen. Aber kommt nicht näher ran, leider. Bleibt auf Platz 7. Aber jedes Ding zählt. Und jetzt spielen wir gegen Hertha. Und man sieht schon, wir sind die Letzten, die eigentlich noch auf einem nicht-internationalen Platz fallen können. Die anderen sind einfach schon zu weit weg. Nichts gegen Gladbach. Die können noch rankommen, rein theoretisch. Aber man weiß schon ungefähr, wie man das ungefähr so kalkulieren könnte, oder? Achso, jetzt lass uns doch mal kurz gucken. Würde mich schon mal interessieren, wie sieht denn der DFB-Pokal aus? Wahrscheinlich ist gerade 16. Finale. Ja, ist ja gerade nämlich die nächste Folge und übernächste Folge. Deswegen können wir Euroleague auch gar nicht angucken. Schauen wir mal. Oh, Leipzig gegen Leverkusen 2-1 verloren im Halbfinale. Dann Elfmeterschießen hat Hertha gegen Bayern im Halbfinale verloren 5-4. Dann hat Frankfurt Hannover 3-2 geschlagen. Und nicht im Halbfinale, sondern im Viertelfinale, ne? Mainz hat Stuttgart geschlagen. Mainz ist als Vizemeister oder Vizepokalmeister schon wieder im Halbfinale. Also HSV hat sich da ganz schön eingelegt gegen Stuttgart. Muss man schon sagen, es war auch ein verdammt ärgerliches Spiel. Und auch eine Phase, meine Aufnahmephase war da nicht so gut, weil ich da ein bisschen schlecht gelaunt war, hatte ich auch das Gefühl. War ein bisschen krank, so wie ein bisschen schlechter Verlierer, aber nicht so. Nimmt es mir nicht so übel. Bin auch nur ein Fußballfan, der einfach mitgenommen wird bei sowas. So, und Bayern gegen Leverkusen. Auch nochmal das Finale. Das war's mit dieser Folge. Nächste Folge ist gegen Hertha und ich hoffe, da rocken wir die Bude und sind dann auf dem internationalen Platz. Das kann jetzt richtig, richtig spannend werden. Bis dahin, euer Dico. Tschüss.